Hallo und herzlich willkommen zu Metro Last Light Teil 10. Was bisher geschah? Wir wurden von der roten Linie gefangen genommen und der Neffe oder Sohn des Generals hat uns freigelassen und wir konnten flüchten und haben anscheinend einen alten Bekannten wieder getroffen. Wieder ein Roman. She did a swell job running refugees. But hell, we can't save everyone. So, take it. We have people in Venice too. When you get there, find Luca. Tell him where you left my baby. Climb up. All right. Start the engine. Still tinkering with her, so the controls aren't perfect, but the lights are first class. No need to fear the spider bugs around her, and there's a lot of those in the far tunnels. You should go. It's a long way, so you shouldn't waste any time. Okay. Verstehe die Steuerung wahrscheinlich. Ja, schön aufpassen. Oh. Das hört sich nicht gut an.
Aber ich glaube, die schlaue Option ist, einfach durchzulaufen. Den Wink mit dem Zaunfall. Also wie scheint, kommen wir hier nicht vorbei, also werden wir hier weitergehen. Okay, das war nicht so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob die Shotgun die richtige Waffe für die Dinger ist. Mal lieber mit der hier probieren. Ich glaube, ich soll einfach besser zielen. Ich verbrauche doch ein bisschen mehr Munition, als mir lieb ist.
Okay. Genau, erstmal Munition plündern. Okay, hier gibt es nichts Interessantes. Also weiter. Okay, keine Schlüssel mehr da. Okay.
Ja, irgendwie weiß ich nicht weiter. Und da soll man anscheinend nicht durchkommen. Fassen Sie es zusammen, es bringt nichts hier rumzulaufen. Also schnappe ich mir jetzt das Bike, versuche irgendwie den Zug vielleicht wegzuschieben damit. Um überhaupt was gemacht zu haben. Geht tatsächlich. Okay, das war semi optimal. Der Fakt ist, ich brauche da gar nicht hin. Also lassen wir es in dem Falle auch. Es gab auch noch eine Trophäe, wo man es schaffen muss, ohne dass sie auf den Wagen ankommen. Ich glaube, die habe ich nicht geschafft. Okay. Ein paar Halluzinationen sind immer gut.
Naja. War jetzt nicht so toll, wie ich dachte. Warte gleich, dass die Munition alle wird. Jo. Also die Munition vom Maschinengewehr ist schon mal leer. Oder auch nicht. Das Vieh macht mich ein bisschen fertig, immer dasselbe. Das Schrotflinte macht sehr, sehr guten Schaden, aber nur zwei Schüsse und mit dem Special Schuss ein. Ist ein bisschen wenig. Nächstes kommt, glaube ich, der Erzfeind.
Dieses Piepen übrigens ist immer noch eine Minute Luft übrig. Das heißt, dann sollte man sich langsam darauf vorbereiten, den Filter zu wechseln. Sonst erstickt. Ich hoffe, diese ganzen Ausflüge sich überblohen, weil man mehr Munition verbraucht, als man kriegt. Mit einem gezielten Schuss kann man die Dinger auch schon ausschalten, auch mit dem Maschinengewehr. Endhaltestelle. Ja. Oh, mal schauen. Na toll. Okay. Dieses Gefährt ist nicht mehr zu gebrauchen. Wobei sich jetzt natürlich die Frage stellt, wo soll ich jetzt hin? Tja. Pavel's group is advancing towards Tretikovskaya.
also known as Venice. They have a few hours lead on me and are moving via frequently used tunnels. But I will catch up. I can't afford not to. Gut, also sind wir der Pavel auf den Fersen. Und damit wäre Teil 10 auch fertig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.